Ja, als ich dann von der Fähre runter bin, habe ich mich gewundert, hoppla, Sardinien ist aber nicht so tolles Wetter hier. Zwar gut über 20 Grad, aber doch ziemlich bewölkt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mache ich trotzdem mein Programm durch und bin erstmal auf die Insel La Maddalena gefahren. Das liegt so im Norden von Sardinien. Und da fährt man an den Hafen hin, muss man erstmal ein Ticket holen. Und dann geht es auf die Fähre drauf und man ist eigentlich innerhalb von 20 Minuten da. La Maddalena? Hey, your ticket? Not yet. Okay, parking is just a moment here. Okay. Okay, great. Geklappt, etwas ging etwas schneller als ich gedacht habe. Das ist schon also vor 9:20 Uhr. Ich habe nicht genau auf die Uhr geschaut, aber vor 9:20 Uhr. Und laut meinem Plan geht um 9:20 Uhr die Fähre los nach Maddalena, zur Insel Maddalena. Kann man eigentlich rüber spucken, aber mit dem Motorrad rüber fahren halt dann doch nicht. 20 Minuten müssen wir da sein, dann gibt es eine kleine Rundfahrt. Ja, viele behaupten ja, La Maddalena im Norden von Sardinien sei eine wunderschöne kleine Insel. Also klein, stimmt auf jeden Fall, Insel auch. Wunderschön, ja, liegt natürlich im Auge des Betrachters. Also ich bin erstmal von der Fähre runter und habe mir am Marktplatz einen Kaffee geholt und dann bin ich zu einer kleinen Rundfahrt gestartet. I spent my time watching the spaces that have grown between us, and I cut my mind on second best, all the scars that come with the greenness, and I gave my eyes to the boredom, still the seabed wouldn't let me in, and I tried my best to embrace the darkness in which I swim. Now walking back down this mountain, the strength of a turning tide, oh, the wind so soft at my skin, yeah, the sun so hot upon my side, oh, looking out at this happiness, I search for between the sheets, oh, feeling blind to realize all I was searching for was me, oh, oh, all I was searching for was me. Ja, hier müsste eigentlich die Spaggia del Relitto sein, also irgendwo ist hier ein Schiffswrack, aber das Einzige, was man hier sehen kann, ist so eine Art verlassene Militäranlage hier im Hintergrund hinter mir und ein Surfer, der bei null Wind es ausprobiert. Jetzt machen wir noch einen kurzen Rundflug hier und dann geht es weiter auf der Insel, auf der ich mich gerade befinde, südöstlich von La Maddalena. Kleine Pause, wie gesagt. Dann hole ich mir was zu essen und dann geht es weiter Richtung Westen von Sardinien. Okay, also das können wir uns auch nicht entgehen lassen. Das ist hier die Spaggia Due Mari, also zwei Meere. Und ich schaue jetzt ziemlich bescheuert aus, weil ich die Kamera gerade noch am Helm befestigt habe und ich filme mich selber quasi mit dem Helm in der Hand. Ja, jetzt zeige ich euch mal kurz den Strand hier und dann geht es eigentlich gleich wieder weiter. Toll, oder? So, ein bisschen würde ich jetzt ins Wasser springen, aber das ist ein bisschen zu blöd in den ganzen Klamotten hier.
Und zum Umziehen, da fehlt mir jetzt einfach die Zeit und der Bock. Ich gehe vielleicht nachher noch irgendwo schnorcheln, dann müsste ich mich nochmal umziehen, das ist blöd. Dann schaue ich einmal hier ins tiefe Poseidon-Gras rein. Genau. Und ansonsten ist das doch absolut herrlich, oder? Als ich dann von La Maddalena zurückkam, war mein nächstes Ziel eine Tour an der Nordküste entlang Richtung Westen. Und da führte mich dann ein Weg dann nach Castel Sardo. Und Castel Sardo ist definitiv eine Reise wert. Also die Frisur wird immer schlimmer. Lässt sich beim Motorradfahren irgendwie nicht vermeiden. Also wer auf Sardinien ist, der muss nach Castel Sardo. Und das liegt bei mir da hinten im Hintergrund. Oh, bei extrem gemischtem Wetter. Also schaut fast schon heraus, das würde jetzt jeden Augenblick der Regen einsetzen. Dann kommt die Sonne wieder durch, es ist sehr windig. Schauen wir mal, ob so ein Drohnenflug reicht. Auf jeden Fall zu Fuß. Spätestens heute Abend nochmal. Castel Sardo, muss jeder gewesen sein. Und dann geht's in die Haia. Habe mir gerade eine wunderbare Pizza gekauft, unten am Strand in der Strandbar. Und ein sardisches Bier war eigentlich auch ganz gut. Noch nett unterhalten mit einem anderen Motorradfahrer. Jetzt haben wir 11 Uhr und morgen um 6 Uhr klingelt schon wieder der Wecker, weil es dann nach Richtung Arbatax geht. Ja, jetzt verziehe ich mich langsam in mein Zelt. Das war jetzt der erste Tag auf Sardinien. War super toll. Morgen soll das Wetter auch ganz toll werden. Da bin ich schon sehr gespannt. Also, gute Nacht.